Você está querendo calma. It's fine, it's fine. Thank you, Vladimir. I would have flown to my knees if it weren't injured. Danke, Vladimir Slivjak. Ja, wenn es ein lebendes Beispiel für den Ausdruck der Journalistin Franca Magnani gibt, je mehr Menschen mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen, dann ist es Vladimir Slivjak. Vielen Dank und vielen Dank an deine Kolleginnen und Kollegen. Fantastisch. Wir werden gleich nach der Kaffeepause, werdet ihr die Möglichkeit haben, Wladimir Fragen zu stellen, aber auch den anderen Diskutanten in der Runde. Und eigentlich müsste hier in der Runde nachher einer dabei sein, der in Deutschland wie nur wenige dazu beigetragen hat, dass es mit dem Atomausstieg so voranging. Und er fehlt. Jochen Stey, von der Organisation Ausgestrahlt, ist im Januar gestorben. Einen Tag vorher hatten wir noch gemeinsam eine Konferenz und ich bewundere ihn dafür, dass er so ein gigantisches Fachwissen hat, so eine Physical Presence, so klar ist und dann eben einen Sack Flöhe hütet, die versuchen, eine Radtour zu organisieren. Er hat das fantastisch gemacht. Ja, und er fehlt. Und Sebastian, bitte komm auf die Bühne. Es ist Zeit, Jochen zu würdigen. Magst du hier? Ja. Hier oder in der Mitte? Hier in der Mitte, gut. Mhm. Ich wollte mich eigentlich irgendwo festhalten. Verehrtes Publikum, ich muss das auch ablesen. Ich muss mich ja auch selber irgendwo mental festhalten. Wir trauern um Jochen Stey. Jochen Stey haben wir einen guten Freund und Wegbegleiter verloren, den wir für seinen unerschütterlichen und mitreißenden Einsatz für eine atomkraftfreie Welt immer bewundert haben. Bereits als Jugendlicher war Jochen in der Anti-Atom-Bewegung aktiv. Er hat sich in Mutlagen gegen die dort stationierten Atomraketen eingesetzt und gegen das geplante AKW in Wackersdorf protestiert. Seitdem ist er nie müde geworden, für eine Zukunft ohne Atomenergie zu kämpfen und für eine friedlichere Welt. Im Wendland war er eine der Schlüsselfiguren des Widerstands gegen das Atommüllendlager in Gorleben. Dass die Atompolitik der Bundesrepublik durch die entschlossenen und immer gewaltfreien Widerstandsaktionen von Zehntausenden Menschen zum Thema wurden und somit massiv in Kritik gerieten, ist zu großen Teilen sein Verdienst. 2008 gründete Jochen Stey mit Gleichgesinnten die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt. Sie wollten Atomkraftgegnerinnen und Gegner dabei unterstützen, ihre Haltung in politisch wirksamen Protest umzusetzen. Und diese Idee kam gerade rechtzeitig. Mit der 2009 aufkommenden Debatte um Laufzeitverlängerungen brauchte es mehr denn je ein starkes Gegengewicht gegen die Atomlobby und die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung. Mit Ausgestrahlt und Jochen Stey existierte dieses Gegengewicht. Plötzlich gingen überall erneut die rot-gelben Anti-Atom-Sonnen auf Fahnen, an Jackenkragen und hinten auf den Autos. Mit einem Mal gab es wieder Demonstrationen gegen AKWs, und zwar gigantische. Mit Hunderttausenden Teilnehmenden, mit 100 Kilometer langen Menschenketten, mit unzähligen Mahnwachen, Protestkundgebungen und Aktionen. Jetzt existierte sie wieder, die Anti-Atom-Bewegung, die schon beinahe tot geglaubt, nun stärker war als je zuvor. Dass die Regierung Merkel dennoch die Laufzeitverlängerung verkündete, bremste Jochen Stey nicht, ganz im Gegenteil. Er arbeitete energisch weiter daran, den Druck der Straße zu steigern und ins politische Berlin zu tragen. Mit Erfolg. Nach dem Reaktorunglück in Fukushima 2011 musste die Bundesregierung zurückrudern. Als Reaktion auf den anhaltenden Druck aus der Bevölkerung widerrief sie die Laufzeitverlängerungen und schaltete die 8 ältesten Atomkraftwerke ab. Dem vorausgegangen waren Anti-Atom-Demonstrationen mit einer 500.000 Menschen, maßgeblich organisiert von Ausgestrahlt. Auch als der Atomausstieg endgültig besiegelt schien, war für Jochen der Kampf noch lange nicht zu Ende. Er sah keinen Grund, die tägliche Bedrohung durch mögliche Störfälle zu ignorieren und das nach wie vor ungelöste Atommüllproblem den Atomkonzernen oder dem Kalkül der Interessenpolitik zu überlassen. Für Jochen
mit seiner ruhigen, besonnenen und freundlichen Art stand dabei immer der gewaltfreie Widerstand, der offene Diskurs und die argumentative Kraft im Mittelpunkt. Er konnte überzeugen, inspirieren und mit seinem Witz und seiner Schlagfertigkeit Dinge auf den Punkt bringen. Und er konnte feiern. So erlebten wir ihn auf unserem Schönauer Stromseminar 2015. Um Mitternacht haben wir auf das Abschalten des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld angestoßen und es wurde eine lange und ausgelassene Nacht. Jochen wurde tags zuvor von den Schönauer Energieinitiativen und der Stadt Schönau als Schönauer Stromrebell geehrt. Gemeinsam kämpften wir gegen das britische Atomkraftwerk Hinkley Point und konnten Wochen später über 180.000 Beschwerdebriefe an die EU-Kommission in Brüssel übergeben. Bei vielen weiteren Kampagnen unterstützten wir uns gegenseitig und überlegten, wie wir den Kampf gegen Atomkraft in die nächste Generation und nach ganz Europa tragen können. 2020 haben ausgestrahlt und wir die neue Kampagnenwebseite Aktion 100 gute Gründe gegen Atomkraft gestartet. Über viele Themen haben wir uns letztes Jahr ausgetauscht, wie es mit der Endlagersuche weitergeht, wie dem Versuch einer künstlichen Wiederbelebung der Atomkraft mittels der EU-Taxonomie zu begegnen ist und wie wir 2020 feiern können. Im Atomausstiegsjahr, das Jochen nur so kurz erleben durfte. Wir vermissen ihn schmerzlich. Seinen Rat, seinen Witz, seine Expertise, seine Freundlichkeit und Entschlossenheit. Er war nicht nur das Gesicht der Anti-Atom-Bewegung, sondern auch ein Vermittler, Stratege, Ideengeber. Er plante, initiierte und ermutigte, reiste durchs ganze Land und gab unzähligen Menschen den Mut und die Motivation, für ihre Überzeugung einzutreten. Und er war uns ein sehr guter Freund. Danke, Jochen. Danke, Bassi. Danke, Sebastian. Armin Simon, bist du sicher? Da kommt er. Wir haben noch jemanden von ausgestrahlt. Sebastian hat gerade die 100 guten Gründe erwähnt, die es immer noch und in Neuauflage Netz gibt. Armin Simon, Historiker, Journalist, Aktivist, was bist du noch alles? Unglaubliches Hirn im Punkto Fakten zur Atomenergie, hat maßgeblich an der Neuauflage der 100 guten Gründe gearbeitet und möchte uns jetzt zur ausgestrahlten Radtour noch ein paar Worte sagen, bevor es gleich in die Mittagspause geht. Und ein wichtiger Hinweis noch vor der Mittagspause, wenn Sie gleich rausgehen. An der Türe steht meine fantastische Kollegin Marissa Walzer, die Sie später auch noch auf der Bühne erleben werden, und sammelt Spenden für Ecodefense. Seid großzügig. Bitte, Armin. Ja, ich bin einer von den Flöhen, die zusammen mit Jochen Stey die größte Anti-Atom-Aktion des Jahres 2022 geplant haben, nämlich die Anti-Atom-Radtour, die wir dieses Jahr machen. Bei aller Trauer und bei allem Schmerz über seinen Tod hat ja ausgestrahlt und die Anti-Atom-Bewegung an sich einen großen Vorteil, dass sie nämlich immer aus der Kraft der vielen geschöpft hat. Und natürlich hatte Jochen eine zentrale Rolle und er hatte vor allen Dingen eine sichtbare Rolle nach außen hin. Aber dahinter standen ja schon immer viele Menschen bei ausgestrahlt und noch viel, viel mehr eben in ganz Deutschland die Anti-Atom-Bewegung. Und weil dieser Erfolg, den wir dieses Jahr feiern, dass nämlich hoffentlich in Klammern die letzten 3 AKW diesen Jahres vom Netz gehen, von insgesamt 36, die mal gebaut wurden in Deutschland, diesen Erfolg, das ist ja nicht nur der Erfolg von ausgestrahlt oder von Jochen Stey, sondern das ist vor allen Dingen in erster Linie der Erfolg der Hunderttausenden und Millionen von Menschen, die sich seit 50 Jahren gegen Atomkraft engagiert haben. Im Kleinen oder im Großen, jeder auf seine Art und alle zusammen machen diese Vielfältigkeit und diese Hartnäckigkeit und diese Dauerhaftigkeit dieser Bewegung aus. Und das war auch der Grund, warum wir... warum wir bei ausgestrahlt gesagt haben, wir müssen eine Aktion machen, die das feiert, diesen Erfolg, diesen unglaublichen Erfolg, der weltweit einmalig ist und die bei diesem Feiern natürlich auch darauf hinweist, auf die ganzen Probleme, die noch bleiben. Denn das Thema ist ja, selbst wenn die letzten Reaktoren vom Netz gehen, nicht vom Tisch.
Es gibt die Müllproblematik, es gibt die Uranfabriken in Lingen, von denen Wladimir gerade geredet hat. Es gibt die Atomkraftwerke in den Nachbarländern, teilweise auch sehr nah an Deutschland. Es gibt weitere Reaktorforschungen, es gibt die Europäische Union, die versucht, Atomkraft grün anzustreichen und, und. Also jede Menge Themen, die bleiben, die wollen wir natürlich auch angehen. Und wir wollen aber auch zeigen, dass es eben ein gemeinsamer Erfolg von vielen, vielen Menschen ist. Und deswegen haben wir mit Jochen zusammen noch die große Anti-Atom-Radtour 2022 geplant. 6 Wochen lang diesen Sommer. Es geht in einer Woche los, quer durch Deutschland. Wir starten in Tihange über Norddeutschland bis Gorleben und dann 3 Wochen Süddeutschland von Kahl am Main bis Freiburg. Und auf dieser Tour kann man mitradeln, tagelang, wochenlang, stundenweise. Ihr findet alle Informationen dazu draußen am Infostand. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele dabei sind, wenn ihr es weiter verbreitet und wenn wir die verbleibenden Atomprobleme gemeinsam angehen. Danke.